Hallo Mädels, ja, es ist soweit für Adventskalender 2020. Ich weiß, es ist ein bisschen zu früh, September noch, aber wir YouTuber versuchen für euch alle möglichen Adventskalender schnell zeigen, damit ihr noch Zeit habt, für sich entscheiden, welche denn lohnt sich zu kaufen. Das ist meine erste Adventskalender auf meinem Kanal von Maybelline New York. Es ist relativ klein, weil er hat nur 5 Türchen und es heißt Adventskranz. Ich habe bei anderen YouTubern gesehen, dass sie schon diese Adventskranz gezeigt haben, aber ich habe extra kein Video davon eingeschaut, weil ich habe mir gedacht, okay, ein bisschen Spaß will ich auch haben. Ich habe mir entschieden, dass beim Adventskalender auspacken, ich sollte doch ein bisschen diese wenigstens Weihnachtsgefühl machen auf meinem Kanal und deswegen, ja, schöne Tierchen. Normalerweise sie stehen bei mir zu Hause zum Weihnachten. Ehrlich gesagt, ich liebe Herbstzeit. Es ist für mich eine wunderschöne Zeit und deswegen, ich bin noch nicht bereit zum Weihnachten. Ehrlich gesagt, noch nicht, ja. Ich will Herbst genießen. Aber wenn schon, dann schon, ja. Gut. Okay, ich fange jetzt an. Ich habe übrigens diese Kalender heute bekommen. Ich habe Kalender bestellt beim Flaconi und übrigens dazu, damit mir diese Lieferung wurde kostenlos, ich habe ein Set von Realtechnik für mich bestellt. Also hier war ein Schwamm, ihr seht es schon dreckig, weil ich heute benutzt habe. Und dazu gehört dieses Silikon, auch Beauty-Teil. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, wofür ist das gut? Schreibt mir bitte einen Kommentar. Habt ihr schon was sowas probiert? Ist das wirklich gut? Ich finde Design und das Bild wirklich sehr schön. Ehrlich zu sagen, das ist meine überhaupt erste Adventskalender in meinem Leben, denn ich wurde auspacken. Ich habe schon verschenkt, ich habe für meine Kinder selbst immer gebastelt Adventskalender, aber selber, ich habe sowas noch nie gehabt. Nie als auch Geschenk bekommen, weil meistens meine Wunschgeschenke waren teurer als jeder Adventskalender. Also, ja, aber ich finde trotzdem, das macht richtig, richtig Spaß. Und ja, Maybelline hat wirklich sehr, sehr schön gemacht. Merry Christmas Adventskranz mit 5 Produktüberraschungen für jede Advent und Weihnachten. Für Adventskalender habe ich bezahlt 14,57 und Wert für ganze Produkte, was da drin ist. Ich würde das zum Ende meines Videos für euch schreiben. So, ich hoffe, dass ich habe das richtig gemacht. Genau, dass ich das jetzt geöffnet habe. Also, ich habe wirklich das nicht gesehen, wie sieht das drinnen aus. Ja, das sieht so aus. Also, ich finde ganz nett. Okay, dann fange ich natürlich mit dem ersten Advent. Let's say magic begin. Hoppla, okay. An die andere Seite auch ein Bild und wurde ein Lippenstift gezeichnet. Bud First Lipstick. Also, wir müssen mit Lippenstift anfangen. Okay. Übrigens, ich habe heute rote Lippenstift. Ich finde, passt besonders zum Weihnachten. Gut, das sieht so aus. Übrigens, ich liebe Lippenstifte von Maybelline. Ich denke, das wird eine rote Lippenstift, oder? Was denkt ihr? Okay, schauen wir mal. Oh wow, das ist richtig schöne Farbe. Und riecht so lecker. Also es ist wirklich so eine wunderschöne Farbe. Es erinnert mich ein bisschen nach meiner Lieblings von Maybelline. Ich habe schon im Video benutzt diese Lippengloss von Maybelline und ihr war begeistert von dieser Farbe. Also das ist ungefähr in diesem Richtung. Klasse. Also ich weiß das, ich würde das benutzen. Deswegen, ich probiere das auf meiner Hand. Ich freue mich. Das ist gut. Okay, ohne Brille geht weiter nicht. Meine Lippenstift in Nummer 10 und die Farbe heißt Nostarial Rosé. Also wirklich wunderschöne Farbe. Also vielleicht soll ich meinen Adventskalender hier ein bisschen stellen, damit ihr das alles wirklich noch sehen könnt und genießen. Ja, ich denke, ich mache es so, ja. Jetzt Nummer 2, Nikolaus Advent. Dear Santa, please leave presents here.
Und an die andere Seite Shine bright like a diamond. Cool. Also ich liebe diese Satz, also wie heißt das Ausdruck? Shine like a diamond. Also mein Englisch, sorry Mädels, ganz, ganz schlecht. Und ehrlich gesagt, es macht wirklich jetzt Spaß. Was soll das sein? Okay, das ist eine Lidschattenpalette. Ich habe gedacht, das wird eine Pinsel, wenn ehrlich zu sein. Sieht so aus. Die Farben sind wirklich wunderschön. Aber ich denke, ich würde diese Lidschattenpalette selber doch nicht benutzt, weil ich habe schon in diesem Richtung wirklich sehr viel. Die ist noch eingeklebt und das ist im Nummer 540 Diamant The City Mini Palette. Ja, bis jetzt, ich finde richtig, richtig toll, weil diese Lidschattenpalette kann ich weiter verschenken. Also tolle Idee und ich denke, ich würde auch verschenken in dieser Box. Mir gefällt. Nummer 3. Dritter Advent. Mein Englisch ist es wirklich mit Katastrophe, aber okay. Das soll unseren Spaß nicht versauen. Okay. Leave a little sparkly wherever you go. Also, ich habe ehrlich gesagt selber nicht verstanden, was das bedeutet. Weiß ich nicht ganz genau. An die andere Seite, also vermutlich Nagellack. Wow, aber die Farbe ist wunderschön. Smoky Roses. Also die Farbe ist wirklich wunderschön. Nummer 547. Gefällt mir richtig gut. Und übrigens wieder auf dem Kamera ist ein bisschen zu rötlich. Übrigens gleiche Geschichte mit meinem Lippenstift in Wirklichkeit. Ich habe heute benutzt, ich muss euch schnell zeigen, wo ist mein Lippengloss? Lalalala. Ich habe heute Lippengloss von L'Oréal benutzt und in Wirklichkeit, er hat kalte Farbton, aber auf dem Kamera, das sieht mehr rot. Ich würde auf jeden Fall Nummer unter meinem Video in Infobox für euch lassen. Nagellackfarbe gefällt mir, sieht richtig schön aus. Ob ich würde selber benutzen, weiß ich nicht. Habe noch nicht entschieden. Vierter Advent. Und das ist schon längere Box. Ich denke, ich würde das nicht lesen. Ich zeige euch einfach, was da steht. Und an der anderen Seite etwas für die Lippen. Bestimmt Lippengloss, oder? Bestimmt. Ja. Maybelline. Oh, das habe ich noch nicht probiert. Und das ist auch in dieser Farbrichtung. Sieht auch richtig schön aus. Wie kann ich Farbe mehr zeigen? Realistische Farbe sieht, ich denke, so mehr aus. Color Shine in Nummer 310. Wirklich, davon habe ich noch nichts probiert. Ich würde das jetzt ganz schnell testen. Mich interessiert wirklich diese Farbe. Color Show Nummer 310 und Color Drama Intensiv Velvet Lippen Crayon samtig mattes Lippen. Also, ich bin richtig gespannt. Wow. Wow, die Farbe. Sehr, oh mein Gott, das ist wirklich so was cremig. Das sieht wirklich sehr ähnlich wie jetzt Lippenstift. Aber Lippenstift ist doch tick heller. Ja, seht ihr? Also beide Farben sind wunderschön. Klasse. Die Farbe ist wirklich klasse. Also sowas mag ich sehr. Das Einzige, ich liebe, wenn sie natürlich feste Liquid-Lippenstifte und überhaupt feste Lippenstifte, aber der ist natürlich nicht fest. Das ist das Einzige, was ich nicht so mag bei dieser ganz bunten Farbe. Zum Beispiel meine Lipgloss, was ich heute trage von L'Oréal, ist fest. Und ja, weil ich heute, wenn ich rede, dann ich nicht jedes Mal im Spiegel schaue und gucke, ob da sitzt. Auf seinem Platz. Na gut, Mädels, jetzt ist schon Christmaszeit. Merry Christmas, Babyline. Also, längere Box. Ich vermute, das ist etwas für die Augen. So, Mädels, so sieht das aus. Okay. Christmas. Also diese Mascara habe ich noch nie getestet. Colossal Volumen Express Mascara. Ich habe gehört, die sollte auch sehr gut sein. Ich denke, ich würde dieselbe
nicht benutzen. Deswegen, ich würde sie zulassen, aber das ist aus alter Bestimmkollektion, das ist nicht neu, ja? Ehrlich gesagt, ich finde, diese Box ist ganz nett. Schade, das ist schon vorbei. Ich zeige euch nochmal alle Produkte, die war in meinem Adventskranz. Ich weiß nicht, habt ihr schon diese Adventskranz auch ausgepackt? Ich denke, das ist mehr Frage zum anderen YouTuber, zum anderen Blogger. Habt ihr das gleiche Produkte, also war das gleiche Farbtone bei euch oder es wirklich kann verschieden sein? Ich würde für euch auf jeden Fall gesamte Wert von ganzen Produkten zusammenrechnen und hier natürlich verblenden, damit wir sehen, wie viel ich bezahlt habe und ja, ob das wirklich lohnt sich. Ich finde, dieser Adventskranz ist ganz, ganz nett. Also wirklich nicht zu meckern für 14 Euro, ja, und ein paar Cent. Und diese beiden Produkte, ich würde, also diese Lippenprodukte, ich würde selber sehr gerne benutzen. Den Rest, ich würde verschenken. Ich finde ganz klasse Idee, dass ich könnte wieder zurück das einpacken. Ja, also mir hat das wirklich jetzt Spaß gemacht. Schreibt mir bitte im Kommentar, ob euch das hat Spaß gemacht, ob es hat euch wirklich gut gefallen, dass wir zusammen Adventskalender auspacken. Es wartet auf euch noch ein paar Adventskalender. Ja, lasst uns überraschen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald. Eure Natalie. Ich schneide jetzt gerade für euch Video und dann habe ich entdeckt, dass dieser Kalender an die andere Seite hat eine Möglichkeit, ihn zu fixieren beim Stehen. Ach, also das war Adventskalender für Anfänger-Mädels. Ja, so, das sieht schon viel, viel besser aus.